Hier sehen wir die komplette Sektion für den Maschinenraum, bestehend aus dem Motorfundament und dem Fundamentflansch für den Schottelruderpropeller. Beim Ruderpropeller-Einbau ist eine sehr hohe Genauigkeit erforderlich für den Flansch. Wir haben das erst in der mechanischen Werkstätte gesehen, wo der zweite Teil der Sektion gerade bearbeitet wurde. Und jetzt wird da in diese zwischen den beiden Schotten wird jetzt das Bauteil, was wir vorne gesehen haben, wird dann als fertiges Modul eingesetzt und verschweißt. Um den Ablauf dann zu gewährleisten, arbeitet man natürlich jetzt neben den ganzen Stahlbauarbeiten auch bereits an verschiedenen Vorarbeiten für die Ausrüstung. Wir bauen zum Beispiel in unserer Tischlerei das Holzmodell für den zukünftigen Steuerstand. Hier vor dem Modell des Steuerpults für das neue Schiff in Basel, das gemeinsam mit dem Kunden entwickelt worden ist. Hier haben wir dann die beiden Schottel-Fahrthebel oder auch hier praktisch den Autopilot für das automatische Steuern des Schiffes. Das Modell ist gebaut worden, um einfach den Kunden wirklich eins zu eins darzustellen, wie ist das Pult aufgebaut, die Geräteaufteilungen, vor allem auch die Sitzhöhe, die Sitzposition ist einfach mit einem 1-zu-1-Modell am besten darzustellen.